Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie Daten aus RAID 5 und RAID 6 Arrays eines nicht funktionierenden NAS-Deckels N7700 Pro wiederherstellen können. In der heutigen Welt, in der Daten eine Schlüsselrolle spielen, kann der Verlust von Informationen kritisch sein. Deshalb ist die Datenwiederherstellung von RAID Arrays verschiedener Typen immer relevant. Das N7700 Pro von Deckels ist ein NAS-Gerät, das RAID-Konfigurationen zur Datenspeicherung und Sicherung unterstützt. RAID ist eine Technologie zur Kombination mehrerer physischer Festplatten in einem einzigen logischen Array, um die Leistung, Zuverlässigkeit oder beides zu verbessern. RAID ermöglicht die Verteilung von Daten und Leseschreibvorgängen auf mehrere Laufwerke, was die Zugriffsgeschwindigkeit erhöht und Schutz vor Datenverlusten bei Ausfall eines oder mehrerer Laufwerke bietet. Obwohl RAID eine höhere Zuverlässigkeit bietet, besteht immer die Möglichkeit eines Datenverlusts. Und Fälle, Verwaltungsfälle oder sogar Hardwareausfälle können dazu führen, dass auf wertvolle Dateien nicht mehr zugegriffen werden kann. Im nächsten Video sehen wir uns die Wiederherstellung von Daten aus zwei RAIDs an, die auf einen einzigen NAS mit 7 Festplatten unterschiedlicher Kapazität eingerichtet wurden. Für ein allgemeines Verständnis der RAID-Technologie betrachten wir, wie man Festplatten in einem Array auf diesem NAS kombiniert. Wir werden sehen, wie man mehrere Arrays verschiedener Ebenen auf einem Multidisk-NAS erstellt. Um den Speicher zu verwalten, müssen Sie sich in die Verwaltungskonsole des Geräts begeben. Öffnen Sie dazu einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres NAS ein. Als nächstes müssen Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Administrators eingeben, um sich anzumelden. Die Standardeinstellung ist Admin-Admin. Sobald Sie angemeldet sind, öffnen Sie den RAID Manager im Hauptverwaltungsfenster oder erwarten Sie die Registerkastenspeicher RAID Verwaltung. Wenn Sie ein Array zum ersten Mal erstellen oder ein zusätzliches RAID erstellen, müssen Sie klicken auf die Schaltfläche Erstellen. Markieren Sie die Datenträger, aus denen das Array erstellt werden soll, und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie den RAID-Level. In meinem Fall habe ich bereits ein RAID-Level 5. Ich möchte ein weiteres RAID-Level 6 erstellen. Weiter. Im nächsten Schritt können Sie die RAID-ID ändern und die Verschlüsselung konfigurieren. Weiter. Danach folgen die Einstellungen für das RAID-System, die Blockgröße, das Datasystem und so weiter. Im letzten Schritt überprüfen Sie die Konfigurationen und klicken Sie auf Submit, um den Erstellungsprozess zu starten, und auf Yes zur Bestätigung. Damit wird der Prozess der Formatierung der Datenträger und der RAID-Erstellung gestartet. Sobald ein RAID-Verbund erstellt und initialisiert wurde, können Sie einen weiteren erstellen. Klicken Sie einfach auf das Pluszeichen im RAID Manager. Als Ergebnis haben wir zwei Disk-Arrays mit unterschiedlichen Ebenen auf einem NAS. In meinem Fall handelt es sich um das 5. und 6. RAID. Denken Sie daran, dass RAID-Konfigurationen für den Datenschutz sorgen, aber kein Ersatz für regelmäßige Datensicherungen sind. Sichern Sie wichtige Daten regelmäßig auf einem externen Speicher, um Datenverluste im Falle eines Hardware-Ausfalls oder anderer unvorhergesehener Ereignisse zu vermeiden. Wenn Sie plötzlich den Zugriff auf ein Netzlaufwerk verloren haben, wichtige Dateien durch versehentliches Löschen oder Formatieren von Datenträgern, falsche Konfiguration oder RAID-Beschädigung verloren gegangen sind, können Sie Ihre Daten nur mit einer speziellen Datenwiederherstellungssoftware wiederherstellen. Die meisten NAS-Geräte führen eine konfigurierte Version von Linux aus und formatieren Festplatten mit dem Dateisystem XT oder BTFS, während die Verwaltung des RAID-Systems auf zwei Technologien basiert, MDA-DM und WWM. Wenn Sie die Laufwerke direkt an einen Windows-PC anschließen, können Sie ohne Software von Drittanbietern nicht auf Ihre Inhalte zugreifen. In diesem Fall empfehlen wir die Verwendung eines bewährten Dienstprogramms für die NAS-Datenwiederherstellung, Admin RAID Recovery. Das Programm unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme, Aufbautechnologien und RAID-Typen und setzt in den meisten Fällen ein zerstörtes RAID automatisch wieder zusammen. Um die Daten von den Datenträgern wiederherzustellen, müssen Sie diese aus dem funktionsfähigen NAS-Gerät herausnehmen.
und an einen Windows-PC anschließen. Wenn Sie eine große Anzahl von Laufwerken in Ihrem Speicher installiert haben und die Hauptplatine Ihres Computers es nicht zulässt, sie alle auf einmal anzuschließen, speichern Sie die Datenträger als Image und führen Sie die Wiederherstellung von diesem Image aus. Ein wichtiger Punkt in diesem Fall ist, dass Sie über genügend freien Speicherplatz verfügen müssen, auf dem Sie dieses Image speichern können, die dem Volumen aller Laufwerke entsprechen. Falls Ihr NAS über mehrere RAID-Arrays verfügt und Sie wissen, welche Laufwerke zum Aufbau eines bestimmten RAIDs verwendet wurden, können Sie nur diese Laufwerke anschließen, scannen und Daten von ihnen abrufen. Auf diese Weise können Sie zunächst Daten von einem RAID wiederherstellen und dann die restlichen Laufwerke anschließen und Daten von zweiten RAID wiederherstellen. Wenn Sie nicht wissen, welche Laufwerke zum Aufbau eines bestimmten Arrays verwendet wurden, können Sie dies mit Hilfe der Software ermitteln. Wenn Sie die Laufwerke anschließen, zeigt die Software das RAID an, auch wenn nur ein Laufwerk angeschlossen ist. Wenn Sie die Eigenschaften des Arrays öffnen, können Sie sehen, aus welchen Disk es besteht. Anhand der Seriennummer können Sie dann ein bestimmtes Laufwerk identifizieren und feststellen, aus welchem Array es stammt. Einige RAID-Typen können je nach Stufe auch ohne ein oder mehrere Laufwerke funktionieren. In diesem Fall können Sie ein oder mehrere Laufwerke ausschließen, vorausgesetzt, die anderen Laufwerke sind in gutem Zustand. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, alle Laufwerke auszuschließen, aus denen das RAID besteht. Es gibt Erweiterungskarte und verschiedene Adapter, die verwendet werden können, um die Anzahl der anschließbaren Laufwerke zu erhöhen. Um das Laufwerk als Image zu speichern, wählen Sie das gewünschte Laufwerk aus und klicken Sie auf Laufwerk speichern. Geben Sie dann den Speicherort an und speichern Sie das Disk-Image. Auf diese Weise müssen Sie Image von allen Laufwerken erfassen, die an das NAS angeschlossen sind. Als nächstes müssen Sie die Laufwerkbilder in das Programm einbinden und die Daten wiederherstellen. Klicken Sie dazu im Hauptfenster des Programms auf die Schaltfläche Datenträger einbinden. Geben Sie den Pfad zum Ordner mit den Bildern an, markieren Sie die notwendigen Bilder und klicken Sie auf Öffnen. Daraufhin werden alle Laufwerke in der Liste der Disks im Programm angezeigt. Wenn Sie die Disk anschließen oder mounten, setzt das Dienstprogramm das zerstörte RAID automatisch aus den Disk wieder zusammen. Wie Sie sehen können, wurden RAID 5 und RAID 6, die ich zuvor auf dem NAS erstellt hatte, von der Software automatisch aus dem gemounteten Image wieder zusammengesetzt. Hetman RAID Recovery erkennt die Datenträger automatisch, liest Serviceinformationen von ihnen und setzt das zerstörte RAID auf ihnen wieder zusammen. Bei der Auswahl eines Arrays werden unten detaillierte Informationen angezeigt, an denen Sie erkennen können, ob das Programm die RAID-Parameter korrekt ermittelt hat. Sobald Sie sicher sind, dass alles in Ordnung ist, können Sie mit der Suche nach Dateien beginnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und dann auf Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse aus. Es wird empfohlen, mit einem Quick-Scan zu beginnen, da diese wenige Zeit in Anspruch nimmt. Sobald der Scan abgeschlossen ist, öffnen Sie den Ordner, in dem Ihre Dateien gespeichert wurden. Wenn das Programm die gewünschten Informationen nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Kehren Sie dazu zum Hauptfenster zurück, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Neu analysieren, vollständige Analyse. Wenn Sie fertig sind, öffnen Sie den Ordner und stellen Sie die erforderlichen Dateien wieder her. Wie Sie sehen können, konnte das Programm das zerstörte RAID auf Disk Image wieder zusammensetzen und alle darauf gespeicherten Dateien finden. Wenn Sie nach Dateien suchen, die versehentlich gelöscht wurden, sind diese hier mit einem roten Kreuz markiert. Markieren Sie nun alles, was Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen, geben Sie den Pfad an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen, den Datenträger oder den Ordner und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Und dann auf Fertigstellen. Wenn Sie fertig sind, werden die markierten Dateien auf dem zuvor angegebenen Pfad liegen. So scannen Sie jedes der Arrays und stellen die erforderlichen Dateien wieder her. Wenn Sie die Möglichkeit haben, alle Laufwerke auf einmal anzuschließen, dann wird die Software auch automatisch RAID-Arrays aus Ihnen erstellen und Sie werden in der Lage sein, die Analyse durchzuführen und Ihre Dateien wiederzustellen.
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Hetman RAID Recovery nicht in der Lage ist, ein RAID automatisch zu erstellen, wenn die Laufwerke beschädigt sind oder die auf einen gespeicherten Service Informationen überschrieben wurden. Wenn das Programm keinen RAID-Array aus den Laufwerken erstellt hat und Sie die Parameter kennen, können Sie dies manuell mit RAID Builder tun. Öffnen Sie dazu den RAID-Konstruktor und wählen Sie manuell erstellen. Füllen Sie im nächsten Fenster die Felder mit den RAID-Daten aus, Typ, Blockreifenfolge, Größe. Fügen Sie die Disk hinzu, aus denen es besteht, und verwenden Sie die Pfeile, um deren Reifenfolge festzulegen. Füllen Sie die fehlenden Felder mit leeren, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Auch hier können Sie den Versatz angeben, an dem der Anfang der Disk liegt. In manchen Fällen kann das Programm diesen nicht automatisch bestimmen und Sie müssen ihn manuell eingeben. Nachdem Sie alle bekannten Parameter eingegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen, woraufhin das manuell zusammengestellte RAID im Disk Manager erscheint. Führen Sie dann die Analyse durch. Suchen Sie nach den Dateien, die zurückgegeben werden müssen, und stellen Sie sie wieder her. In diesem Video haben wir die wichtigsten Schritte zur Wiederherstellung von Daten aus RAID 5 und RAID 6 auf Texas M7700 Pro Geräten gehandelt. Denken Sie daran, dass der RAID-Datenwiederherstellungsprozess ein entscheidender Schritt ist, der Sorgfalt und gründliche Vorbereitung erfordert. Es ist wichtig zu beachten, dass jede Situation einzigartig ist und die effektiven Wiederherstellungsmethoden leicht variieren können. Vergessen Sie nicht, wie wichtig es ist, regelmäßig Backups Ihrer Daten zu erstellen. Dies ist Ihre Garantie dafür, dass Ihre Informationen auch in unvorhergesehenen Situationen sicher sind. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.